Ja, hallo liebe Freunde, willkommen hier zurück bei ArcheAge. Ach, und da winkt sie wieder. Wir werden uns in dem Teil mal ein wenig um die Tipps und die Ratschläge, sag ich jetzt mal, kümmern, die mir Vaporesso Target in den letzten Kommentaren gegeben hat. Hatte sie schon etwas geguckt gehabt oder nachgeschaut gehabt, von daher ist das sind gar nicht mal so schlecht, die Ideen. Um genau zu sagen, sind sie eigentlich sehr gut. Von daher werden wir sie einfach mal umsetzen. Wir hatten ja schon mal gesagt gehabt, dass unsere Skill-Leiste hier unten relativ voll ist. Das heißt, wir werden uns mal zumindest mal eine weitere Skill-Leiste mal dazu packen. Hier fehlt zwar schon was, aber dazu komme ich noch später. Wie machen wir das? Und zwar Optionen, Shortcuts und wir werden uns hier eine zweite Shortcut-Leiste machen. Anwenden. Normalerweise kommt hier der Hinweis, dass erst das Spiel gestartet werden muss. Aber es geht auch so. Hier unten sehen wir sie. Sehr zart im normalen Fall. Und da können wir sie uns woanders hinpacken. Ich werde sie mir mal in die Richtung packen, weil die ganzen Begleiter und so weiter werde ich mir nochmal nach rechts packen. Ich hoffe, ich bin jetzt einigermaßen gerade. Ich hoffe. So, und da werden wir uns zumindest mal, damit wir hier unten nur unsere ganzen Kampfeskills erstmal haben, werden wir uns mal auch diese Tränke und so weiter mal hier rübersetzen. Blub, 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 blub. Was haben wir hier überhaupt? Ist doch Handwerker, aber. Reichweite nur Wirker. Nein, ist doch was. Buch der Teleportation. Können wir es auch rübersetzen eigentlich? Ja. Packen wir nach hier vorne. Wunderbar. So, hier haben wir unsere ganzen. Hier ist noch der einfache Gleiter. Den könnten wir eigentlich in so ein Inventar packen. Moment, ich mache mal Inventar. Jetzt müsste ich glühen. Ich weiß gar nicht, ob man die zurückpacken kann. Hehehe. Hä? Ich und meine Ahnung nehme ich null. Ich glaube, den können wir gar nicht zurückpacken, oder? Ich werde ihn mal vorsichtshalber erstmal hier hinpacken. Man weiß ja nie. Was haben wir denn hier? Handelspaket. Ablegen. Gut, momentan sage ich jetzt mal, können wir den zum Gleiter packen, weil momentan war kein Handelspaket. Hier haben wir unsere Instrumente und dergleichen, beziehungsweise Instrumentspielen. Hier war gewesen der Rückruf, halt, kommt zum Buch der Teleportation, so. Und hier haben wir unsere Winkies. Louis Segen. Ja, wo packen wir hier hin? Am besten erstmal nach da. So, dann haben wir hier noch unsere beiden Pfiffis. Und unser Schnellläufer. Ich weiß gar nicht, ob wir den hier oben... Eigentlich brauchen wir den hier oben drin gar nicht. Warum packen wir erstmal hier oben drin? Oh, wir haben uns ein Geschenk. Machen wir gleich mal. Nein, machen wir sofort. Juhu. Loyalitätszeichen einmal erworben. Danke. So, haben wir. Sieht schon auch so ordentlich aus. Weiß ich nicht, aber zumindest haben wir schon ein bisschen mehr Platz, um notfalls hier weitere Skills reinzupacken. So, damit werden wir die Leiste erstmal sperren. Und dann ist erstmal gut. So. Der nächste Tipp war gewesen. Und zwar, hier unten hatten wir auch unter anderem den Gleiter gehabt. Die Wolke drin. Was man gar nicht machen braucht. Nochmal schönen Dank wegen dem Tipp. Und zwar im Charakter. Haben wir nämlich hier unten standardmäßig unseren Gleiter ausgestattet. Unseren Feuergleiter. Flammfedergleiter. Und können sogar aussuchen. Wir können auch eher, wenn wir wollen, den Cumulus Magitkopter, den Namen finde ich gar nicht, aussuchen oder eben den Gleiter. Ich mache mal kurz den Gleiter, weil es optisch mal so schön aussieht, wenn der rumfeuert. Und damit wir den hier auch so schön benutzen können, und hier der weitere Tipp von Vaporesso, danke hier nochmal. In den Einstellungen kann man bei Option unter, oh, jetzt will ich suchen. Genau, unter Funktionalität kann man ihm sagen, springen doppelt antippen, sprich die Leertaste, um den Gleiter einzusetzen. Das werden wir machen. Und wenn wir jetzt rennen, oder normal auf und doppelt die Leertaste, dann gleiten wir. Und auch ein weiterer Tipp, so nach dem Motto, wenn man S drückt, wieder zurück, da. Hopf. Können wir mal ein bisschen nach oben. Und wenn man S drückt, dann bleibt man auf der Stelle und sackt zu Boden. Und da ist man dann auch. Na, hier runter.
Dankeschön. Weil gerade bei den Harani hatten wir immer das Problem gehabt, dass wir nicht landen konnten. Nicht etwa wahrscheinlich, weil es nicht geht, sondern weil wir es einfach ganz banal nicht wussten. Wie gesagt, an der Stelle nochmal recht herzlichen Dank. Man lernt wirklich von Vaporesso oder jetzt Vaporesso immer mehr. So, hat er noch einen Tipp gehabt für mich? Oh, Erfolg. 5 Stunden lang gespielt. Muss mal kurz gucken. Achso, ja, ein weiteres Skillset kann ich mir aussuchen. Weil ich über Level 10 gekommen bin. Ich muss mal kurz lesen, welchen Tipp er mir gab. Moment. Achso, ja, und zwar auf Verteidigung. Verteidigung. Was haben wir überhaupt hier? Wir haben Zauberei, wir haben Okkultismus. Was haben wir überhaupt noch? Auromantie. Statt sich direkt in einen gefährlichen, chaotischen Kampf zu werfen, wurde dieses Skillset erstellt, um den Verbündeten, die sich tatsächlich die Hände schmutzig machen wollen, die nötige Unterstützung zu geben. Ja, Moment, wie gesagt, ich mache ja überwiegend alleine. Vielleicht kommt ab und zu mal Leo mit dazu. Hat hier zugeguckt gehabt und fand es interessant. Aber wie gesagt, noch hat sie nicht die Zeit dafür. Der Vitalismus wird gelehrt, um erfahrene Nutzer die Rolle des Kampfunterstützers zu ermöglichen, indem sie schnelle Hand zwischen verschiedenen Waffen wechseln und abwechselnd angreifen und heilen. Und die Hexerei. Die Feinde verstümmeln, damit sie auch nach Belieben erledigen kann. Achso, man hat natürlich auch noch die anderen Sachen hier. Glaube ich jedenfalls, oder? Ich schätze mal, die drei werden am besten passen. Ah, hier ist übrigens die Verteidigung. Durch den Schützen nicht nur den Wirker, sondern auch sehr nah Verbündeten, was für Gruppenspiel ideal ist. Ja, ich habe ja das Problem, dass meine ganzen Angriffssachen leider zwar wunderschön sind, aber wenn er nah rankommt, habe ich nichts. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ich kann ja mal die Verteidigung machen. Notfalls kann man ja das Skillset auch einfach wechseln. Ich nehme die Verteidigung. Ah, da ist der Schildschlag. Den hatten wir ja schon bei den Harani gehabt und da war ich eigentlich sehr begeistert von gewesen. Den will ich mir gerne nehmen. Ah, Quatsch. Skillset auswählen, ja. Ich habe noch 0 Punkte. Skillset bestätigt. Oh, da oben. Schlachtmagier, du hast den... Und weg war's. Schlachtmagier, Zauberei, Okkultismus, Verteidigung. Fähigkeitsspeicher. Skillset aktivieren. Gut, also wir haben mir später jetzt noch die ersten Skillpunkte, damit ich hier weitermachen kann. Und da fliegt er wieder von. Das haben wir auch gemacht. So, jetzt muss ich nochmal kurz gucken, ob es noch weitere Tipps gibt. Ja, in den letzten Folgen hatte ich ja auch die Riesenkrabbe versucht anzugreifen. Darauf sein Tipp. Idealerweise ab Level 30. Und man kann immer hinkommen in die Gegend und dann kommt die Krabbe automatisch. Und wenn man sie angreift, dann kriegt man auch die Quest dazu. Muss man sich nur merken, dass man die hier hatte. Hier unten am Strande. Aber wie gesagt, vielleicht kommen wir ja später allgemein in der Halbinsel Solzried wieder dazu und macht hier seine Heimat. Mal gucken. So, dann haben wir die ein weiterer Tipp. Die Schwester von der Laguste, nennt man kurz Guste. Den haben wir, die Hennen, die haben wir gehabt. Darauf auch nochmal ein kleiner Tipp, dass man, wenn sie krank ist, man sie erstmal heilen sollte. Aber ich hatte 50 Euro erstmal ein bisschen anbauen. Den Gleiter haben wir gehabt. Leertaste haben wir auch gehabt. Mit S kann man gelanden. Mein Kleidchen wird immer sichtbar sein, auch wenn ich Rüstung angelegt habe. Momentan habe ich es mir noch nicht übersehen. Momentan finde ich es noch hübsch. Wir gucken mal noch, wie lange. Und sein Tipp war noch gewesen, dass man das Reittier... Wo ist mein Reittier? Wo ist mein Pferd? Hallo Pferd. Da ist ja der Beinschutz drin. Bei unserem Pferd. Aber ich weiß leider nicht, wie man den unsichtbar machen kann. Also falls es jemand weiß, gerne ein Tipp. Hier geht's nicht.
Und bei meinem Charakter geht es irgendwie auch nicht. Da habe ich dann nur die Option, mir selber anzeigen zu lassen oder den Helm zu verbergen, wie auch immer. Gut. Ich glaube, jetzt haben wir alle Tipps soweit abgearbeitet. Falls nicht, bitte ich um Entschuldigung. Und werde mich mal jetzt... Pferdchen, ist nett von dir, dass du mitkommst. Oder? Ach, lassen wir ihn einfach mal uns begleiten. So, mal ein bisschen... Ja, kommst du... So, wir machen mal hübsch. Na, wohl. Ein bisschen weiter weg, sonst klicke ich da vielleicht versehentlich doch woanders hin, wo ich gar nicht wollte. So, wir steigen mal auf, schwingen uns dorthin und werden mal... Was werden wir machen? Vier Fingerdiebe sammle, braune vier Fingerkapuzen. Das werden wir noch schnell machen. Und dann haben wir eine Folge mit Tipps und Tricks. Ich finde dieses Örtchen eigentlich recht hübsch, muss ich sagen. Bei Lacton. Also wir sind in Lacton, nicht bei Lacton, sondern... Naja, ihr wisst, was ich meine. Da ist nochmal Lucius. Lucius. So, irgendwo soll hier... Ach, da sind die Herrschaften, ne? Vier Finger, Diebes und so weiter. Ja, man kann leider nicht vom Pferd aus... Schieße Peng machen. Mach mal eben von hier aus. Batz. Ist vielleicht, wie gesagt, gar nicht mehr so schlecht mit der Verteidigung. Also, ich bin hier ganz schön am Rumbuse, möchte ich mal sagen. Ne? Oh, ich sehe gerade, wir haben schon wieder Post bekommen. Hier werden wir doch gleich mal noch gucken. Als Essen werden wir aber erstmal hier... Ja, mittlerweile. Aha. Frostpfeil auf Rang 4 hochgestuft. Sehr schön. Hier haben wir ein flammendes 5 Entfernung. Kann man da was machen? Nein, kann man nichts machen. Oh, was ist denn das? Warum glitzer ich denn so? Glitzer hier. Ein Buff-Isolierlinse. Im Kampf zeigen die Zahlen neben dem Wortkombo den verursachten Kombo-Schaden an. Blutige Ziffern stellen kritischen Schaden dar. Ja, wir müssen doch öfter mal gerade mit dem Frostpfeil arbeiten. Wir müssen da genau beobachten, wann der abgelaufen ist. Da ist der hier. Doppelt. Ja, oh, hier, da komme ich aber in Schwulitäten hier, oder? So, wunderbar. Da habe ich ja gerade diese... Wenn zwei kommen hier... Da habe ich ein kleines Problemchen. Also, muss mich noch ein bisschen mit den... Kampftechniken hier... Hier doppelt hier. Mein wenigstens Feuer im Bogen. Sehr schön. Dachte, ich habe schon etwas mehr, aber nein. Klack. Und hier der Frostpfeil. Ach, jetzt, yes, man muss... Ich muss eine Menge noch üben. Kommt doch mal her, ich brauche Übungsmaterial. Was war nochmal 6 gewesen?
dachte, du waren die kleinen Dinger gewesen. Bum. Also der Frostpfeil ist natürlich schön. Oh, Erfolge ansehen. Welche habe ich denn? Hab ich. Oder? Abgeschlossen? 17. Ich weiß natürlich nicht, welche ich gerade abgeschlossen habe. 12.01., 6.01. Aha. Kann man die sortieren nach Datum? 12. 12.01. Hm? Wir haben heute mit Verlaub gesagt den 19. Gut, sei es drum. Das heißt, wir gehen wieder zurück. Ah. Los aber! Ist ja interessant, dass ich eigentlich automatisch haue. Ich lasse mal einfach automatisch kämpfen. Geht eigentlich auch. Kriege ich auch hin. Auch interessant. Ohne dass ich eben gerade was gemacht habe. Jetzt muss ich wieder dahin, richtig? Richtig ist gut. Oh, gleich mal das, was wir gerade gelernt haben. Oh, was haben wir hier? Wir haben eine regionale Quest. Haben wir hier. Eins ist mit dem Gleiter, lässt sich das nicht so schön steuern. Das ist eins hier. Na, gehen wir runter. Danke. So, wir gehen erstmal zum Heiler Ballen. Halt. Bevor wir da hingehen. Erstmal hier zu unserem Briefkasten gehen, gell? Der war. Wo war er denn nochmal? Ach, nee, Quatsch, wenn wir nicht hier drin sind, sind wir ja draußen irgendwo. Wo war er denn? Da ist er ja. Da starte ich vorhin von hier aus los und sehe gar nicht, dass ich einen Brief habe. Antworten, Charakter gelöscht? Achso, ja, die Sache ist mit den Sachen, die ich ja bekommen hatte. Von wie hieß er denn zu dem Zeitpunkt? Nochmal recht schönen Dank auf jeden Fall, du weißt, wie ich meine. Ich hab Spaß mit den Sachen, das auf jeden Fall. Wie gesagt, ich muss mal gucken, ich hatte jetzt leider die Woche etwas mehr zu tun. Leider ist ja die Arbeit auch nur noch zu erledigen. Aber jetzt, die kommende Woche, sollte wieder mehr Zeit sein. Gut, das haben wir auch. Jetzt werden wir gleich mal vorne gehen zur Questsache. Einmal lenken bitte und runter. Einfach nur S nach unten, dann bleibt da unten stehen. Geht auch automatisch. Obwohl ich sagen muss, werden wir wahrscheinlich im nächsten Teil machen, oder? Ja. Hier haben wir nochmal einen Huhn. Wenn ein Reit. Achso, ja, das ist hier wieder Lucius, ist klar. Oh, was haben wir hier? Hier kann man was ernten. Was kann man ernten? Ernten! Was habe ich schon geerntet? Oh Gott, das haben wir hier eigentlich bekommen hier. Uiuiui. Das machen wir noch schnell. Also. Eine Rüstung. Eine Hose. Die sieht gewaltig besser aus. Ziehen wir an. Die packen wir nach hier unten. Unsere Wolke. Packen wir nach hier hin und hier unten machen wir alles, was wir verkaufen wollen. Pharmakiste, ja, komm. Klack. Und nochmal klack. Sehr schön. Hier oben haben wir noch ein bisschen die Geldbörse. Ja, es kostet alles Zeit. Ich weiß, ich schinde gerade Zeit. Ein so ein Schinde, Hannes. Aber bestimmt hier muss ich den Zug auf Arbeit. So, dann haben wir hier noch. Da, und zwar ein Stab, eine Zweihandwaffe. Hier haben wir Zweihandwaffe. 1376. Magieangriff, Ausdauer 8, Intelligenz 6. Ausdauer 5. Ich glaube, dann können wir den Dolch hier wegpacken. So, dann haben wir das nächste Teil, was wir hier haben. Und da haben wir ein paar Stulpen. Ziehen wir an oder packen wir rüber. Wie auch immer. Dann haben wir hier noch ein paar. Oder eine Mütze. Aber wir haben noch gar keine. Ziehen wir an. Gut. Ist zum Glück nicht zu sehen.
Ach, eine Erdbeere haben wir übrigens geerntet. Das ist sehr schön. Und wir haben hier noch den weiteren Staub ergattert. Das Hähnchenfleisch kennen wir ja schon. Und hier sind unsere Suppen. Loyalitätsabzeichen. Aha. Oh. Kling, kling. Sehr schön. Gibt es dafür mal Geld? Juhu. Weiß nicht, war das jetzt eine gute Idee oder nicht? Sah aber schön aus. Talisman, Gewunder und so weiter und so fort. Hier noch eine Provianttruhe. Sehr schön. Reittiersattel. Aber ich glaube, dafür muss unser Begleiter bei Stufe 20 sein. Das ist er noch lange nicht. Genau wie hier Begleitschutz. Oder Beinschutz. Nicht Begleitschutz, sondern... Ach, lass doch mal los. Nein. So, jetzt haben wir es. Was lange währt, wird endlich gut. Was haben wir überhaupt hier? Arkans Handwerkstrank. Ja, nein, nein, nein. Super. Zeig für 59 Minuten erhöht durch den Einsatz von Arbeitspunkten. Gewonnenes Handwerk. So weit bin ich doch noch ja nicht. Na gut, was soll's. Hier haben wir noch was. Stufe 20. Sehr schön. Haben wir. So. Jetzt müsste ich lügen. War das alles gewesen? Stufe 20? Irgendwas war noch gewesen. Mir fällt es aber gerade nicht ein. Wenn man das nur wüsste. Gut, okay. Das soll es denn erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich für euch fürs Zugucken. Ich hoffe, es war auch ein wenig informativ gewesen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ups. Tschüss.